Guten Morgen! Heute möchte ich Euch mit Informationen und Ideen versorgen, wie Ihr die Orangenschalen nutzbar machen könnt und vor allem was genau in den Orangenschalen denn alles an Nährstoffen enthalten ist. Dazu ist die Mission Vegan 5 wieder ein Level höher gekraxelt und wurde diesmal auf spanischem Boden vorangetrieben. Also fangen wir an! Ich appelliere ja immer wieder, wenn man keinen eigenen Garten hat, sich möglichst hochwertiges Obst und auch Gemüse zu kaufen. Ich benutze bewusst nicht den Begriff Bio. Auch Non-Bio kann sehr, sehr hochwertig sein. Schaut Euch um, sucht Euch idealerweise für jedes Obst und jedes Gemüse die beste Quelle, die Ihr finden könnt. Scheißt auf irgendwelche Siegel, sondern informiert Euch konkret. Lokale Märkte, Internet und natürlich auch die Einkaufszentren in Eurer Nähe stehen Euch dabei zur Verfügung. Und wenn man dann wirklich hochwertig einkauft, dann sollte man das Obst und auch das Gemüse mit entsprechendem Respekt behandeln und meiner Meinung nach diese ideale Weise komplett verwerten. Auch aus dem Grund, dass hochwertiges Obst und Gemüse meist auch etwas teurer ist und mit jedem Euro, den ihr weniger ausgebt, weniger arbeiten müsst. Das ist eine Grundproblematik bei vielen. Sie verdienen einfach zu viel Geld. Und ja, vergessen was wirklich zählt und das ist das Leben und nicht das Geld verdienen, dann wieder Geld muss man ja ausgeben, konsumieren, Geld verdienen und so weiter. Aber dazu in anderen Videos mehr, siehe auch in den Infokarten. Wie ihr wisst, verwerte ich ja dank meines Mixers die Rezension auch oben in den Infokarten, ja alles, also von Kohlrabi-rote Beta-Blättern bis über Strünke von Brokkoli und Blumenkohl bis hin zu den unappetitlichen Enden von Möhren und Zucchini, wirklich alles was irgendwie zu verwerten geht. Was mir aber schon seit längerem Dorn im Auge ist die Tatsache, dass ich hochwertige Orangen aus Mallorca mir kommen lasse und davon ein Drittel wieder mit den, als Schalen wegschmeiße bzw. auf den Kompost bei mir lege. Ich habe zwar schon mal ein Video gemacht, wie ich die Schalen nutze, aber eher so das Aroma, aber das ist mir nicht gut genug, denn in den Schalen selber sind garantiert auch Nährstoffe enthalten, habe ich mir zumindest gedacht und ja, im Internet gesucht, solange bis ich auch konkret was gefunden habe. Die Übersicht diesbezüglich möchte ich Euch heute geben, was an Inhaltsstoffen in den Orangenschalen enthalten ist. Und ich habe da echt nicht schlecht gestaunt, was wir da wirklich alles wegschmeißen. Aber bevor wir zu den Details kommen, habe ich Euch einfach mal zwei Videos praktisch aufgenommen, wie man Orangenschalen verwerten kann. Die kommen jetzt. So, nun ist es soweit. Ich habe mal was probiert und zwar habe ich Orangenscheiben einfach gedörrt und da wollte ich mal gucken, wie die schmecken. Die sind natürlich bio und von daher ja, nehme ich einfach mal so eine Scheibe hier. Und die war schon schlecht, aber gut. Egal, auf der anderen Seite kann ich ja reinbeißen. Ja, und dann gucke ich einfach mal, wie solche gedörrten Orangen schmecken. Weil ich habe mir gedacht, Mensch, schade drum, dass die Schale weggeschmissen wird, weil ja, sind ja unbehandelt, ist ja eigentlich gut und da sind auch Nährstoffe drin, ne? Also alleine auch schon vom Preis, ne? Da sind Nährstoffe, die normalerweise weggeschmissen werden, ja? Von daher, ja, probier es einfach mal. Also, mal schauen. Die Schale ist bitterer als das drinne. Aber gut, also da ist total interessant, weil es außen total kross und knusprig ist und innen, und jetzt probiere ich mal, das sind so billige Aldi Orangen und das waren gerade hier meine Mallorca Orangen, jetzt probiere ich mal, wie billige Aldi Orangen schmecken, die sind allerdings auch bio. Auch gut. Ist richtig gut. Das ist außen, das ist so geil, das ist wie bei den Kiwis, wo du die Schale hast und innen dann das Fruchtfleisch. Das ist außen so richtig knusprig geil und innen so noch ein bisschen saftig. Ich habe die jetzt 48 Stunden gedörrt bei 39 Grad oder so und ich muss sagen, schmeckt richtig gut und ja, es ist bitter am Rand. Aber innen ist es süß und das hebt sich total geil auf. Also von meiner, also ihr habt ja gefragt, ich hatte es bei Instagram und Facebook gepostet, wolltet Feedback haben, absolut zum Nachmachen empfohlen. Ich habe da noch
gedacht, pass mal auf, wenn das nicht schmeckt, guck, schaut mal, dann mache ich hier nur die Schalen und tue quasi die Schalen dann mörsern und dann Orangenpulver machen. Eigentlich könnte man die Schalen auch mal probieren. Ganz wenig Orangenaroma. Aber auch nicht bitter. Wir schmecken einfach, ja. Ja. Trocken. Leicht bitter, aber kurioserweise nicht so bitter wie die wo das drum noch rum war. Da habe ich auch einfach nur eine komische Orange erwischt. Aber Orangen vor allem. Also, ich habe mich noch nicht über die Nährwerte informiert. Aber, also mit Orange, also mit Schale hier. So, also. Das ist echt mega gut. Also, das ist natürlich nicht die reine Süße, aber es ist einfach, naja, die kannst du da haben, dann kannst du einfach mal rein. Habe auf den drauf geklickt, auf den Button. Aber die kannst du da haben und einfach mal, ja, immer mal so ein Scheibchen essen. Das ist halt süß und trotzdem auch bitter. Und also mir schmeckt das total gut. Und da wird es bei mir immer im Haushalt geben. Also sage ich einfach mal, Stand heute, zu Orangen. Von einer Orange hast du ja total viel. Du hast ja, das waren gerade mal zwei Orangen, die hier lagen. Und du kannst ja essen ohne Ende. Auch zum Snacken, mal so abends oder so. Also richtig, richtig mega. Absolute Empfehlung. Schneidet eure Orangen längs durch, also nee, breit durch. Oben und unten ab. Und ja, dann dürrt ihr 48 Stunden bei 39 Grad. Und dann muss ich sagen, wie gesagt, die sind noch leicht saftig, und die müssen nur, glaube ich, saftig sein. Wenn es nur trocken wäre, würde es nicht schmecken. Aber leicht saftig und außen so leicht bitter. Am Anfang nur, dass du denkst, oh, Schale, aber wenn du dich immer dran gewöhnt hast, mega. Also absolute Empfehlung und zum 5. oder zum 6. Mal jetzt, also habe ich schon gesagt, absolute Empfehlung. Orangenscheiben, essen, wunderbar. So, jetzt probiere ich mal aus den Orangenschalen Pulver zu machen, die ich im Dörrer hatte. Ich habe hier ganz normal den Ultratec, also da habe ich mal den preiswertesten Hochleistungsmixer. Wir werden mal sehen, ob das funktioniert. So, schau mal rein. Da sind auf jeden Fall noch große Stücke dabei. Und da sind besten. Ich hätte, wenn ich ein Sieb hätte, wäre cool. Aber ich habe kein Sieb. Da ist ein großes Stück dabei. Der Rest ist ein paar kleine und auch viel Staub dabei. Aber das große Stück tut sich immer wieder nach oben. Springt immer wieder nach oben. Und von daher, ja, ich kipp's mal aus. So, das ist jetzt ausgekippt. Also dieses große Stück ist immer wieder hochgeflogen. Ich weiß nicht, was das Stück noch gerade an sich hat, das ist nicht sich zermollert. Und der Rest, wie gesagt, es gibt ein paar grobe Stücke. Oh, das ist aber, oh, nee. Also das ist teilweise richtig feines Pulver. Also richtig feines Pulver. Und dann gibt es aber auch die ersten Stücke hier unten. Ein paar. Hier ist noch ein größeres Stück. Aber Rest, also im Großen und Ganzen hast du richtig feines Pulver, also es geht wunderbar. Wie gesagt, du hast ja 2-3 Stücke, die du dann rausmachst, aber das ist kein Thema. Und das ist, also das ist richtig feines Pulver, also das ist unglaublich. Das ist richtig feines Pulver. So, wirklich fast wie Mehl. Und dann ist hin und wieder mal so ein Stück dabei hier. Ach nee, das ist auch Pulver. Also wirklich, also geht einwandfrei. Also das ist Orangenpulver. So, jetzt gucken wir mal, wie das Orangenpulver schmeckt. Machen wir mal ein Experiment. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. So, und zwar habe ich hier Wasser eingefüllt. 1,3 Liter. Und da mache ich jetzt Orangenpulver dran. Und zwar nehme ich einfach mal 2 Esslöffel. Und daran mache ich dann 15,
Warte mal. So. Und dann mache ich halt 15 Tropfen Stevia. Bitte nehmt ordentliches Stevia. Also ich glaube, wenn ihr nicht das Stevia nehmen könnt, weil ihr es nicht habt, müsst Fluid nehmen. Also nicht irgendwie gepanschtes oder sowas, wo so 100 Milliliter irgendwie 10 Euro kosten. Also 50 Milliliter, 8, 9 Euro ist das Billigste, was ihr kriegen könnt. Ne? So. 20 mal reinshaken. Aber ihr müsst es jetzt nicht so süß haben. Da geht es nur darum, ob das wirklich letztlich eine süße Orangensache wird. Weil das Pulver ist, hat Orangenaroma, richtig kräftiges, aber halt wirklich Orangenaroma, ne? Und nicht Zuckeraroma. So. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Also, das ist schon bitter. Also, das Original-Orangen-Ding. Weil, wenn ich jetzt trinke, ist es leicht süßlich. Normalerweise ist es schon richtig süß. Das Positive daran ist, dass du, dass es fast so neutral schmeckt. Das heißt, die Bitternis ist komplett weg. Das heißt, wenn ich jetzt noch 10 Tropfen dran mache, dann wird es süß und orangig. Also, ich könnte mir das gut vorstellen für irgendwelche Backwaren, wo du so ein bitter-oranges Aroma brauchst. Und ja, also ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall immer jetzt ein Schälchen Orangenpulver da haben, da ich das ja nicht für alles verwende. Mal ein Getränk, mal in Backwaren, vielleicht mal aromatisieren irgendwas, was man kocht, wenn man kocht. Oder vielleicht auch einen Salat oder sowas. Müsste man mal probieren. Eine fruchtige Note im bitteren Salat kann ich mir auch gut vorstellen. Also von daher, Orangenpulver aus Orangenschalen werde ich auf jeden Fall immer ein Glas jetzt da haben und bei Bedarf dann immer nachfüllen. Ja, wieder eine Sache, wie man sag mal, hochwertige Lebensmittel verarbeiten kann. Und bei Orangen habe ich das selber. Ich bestelle meine aus Mallorca, die sind unbehandelt. Achtet darauf, ihr könnt aber auch Bio-Orangen aus dem Supermarkt wahrscheinlich nehmen, die auch unbehandelt sind, aber das ist natürlich geschmacklich nicht so wirklich der Burner. Bei den Schalen weiß ich nicht, ob das jetzt ja, so ein Unterschied ist bezüglich Fruchtfleisch und Schalen. Also was ich probiert habe von meinen orangen Schalen, also war jetzt gar nicht so krass, meiner Meinung zu sehen. Also das müsst ihr selber für euch entscheiden. Aber letztlich Orangen, auch die Schalen unbedingt verwerten und ja, auch wieder Preistipp, ne? Kann man wieder Geld sparen. Da sind bestimmt irgendwelche Nährstoffe auch wieder drin. Also von daher, das soll es für heute gewesen sein. Ja, also beide Optionen sind absolut alltagstauglich. Bei dem Trocknen der Orangenscheiben und das Verzehren ist genau wie beim Essen der Kiwi mit Schale auch erstmal eine gewisse Überwindung der Konditionierung nötig. Aber wenn man das getan hat, dann hat man einen echt toll ambivalenten Geschmack, der eben bitter wie auch süß gleichermaßen ist. Bei dem Pulver erscheinen die Einsatzmöglichkeiten wirklich unbegrenzt. Ich habe da jetzt mal ein Getränk draus gemacht, aber das kann man auch als Mehl nutzen. Link dazu in der Infobox. Und jetzt kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen selber des hergestellten Orangenmehls. Mit gerade mal 100 Gramm des Orangenmehls, was die Schalen von ca. 5 Orangen sind, je nach Größe, haben wir bereits über 130% des Tagesbedarfs des Vitamin C in Dus. Und wer wissen will, warum Vitamin C so geil ist, der muss unbedingt morgen mein Video schauen, warum Sauerstoff homosexuell ist. In diesen 100 Gramm Abfall sind auch ja, ein Viertel des Tagesbedarfs an Folsäure und Vitamin A enthalten, fast ein Zehntel aller Mineralstoffe und viele anderen Vitamine des Tagesbedarfs auch noch. Zusätzlich sind auch alle Aminosäuren enthalten, in sehr kleiner Menge wohlgemerkt. Aber wie wir ja wissen, kann der Körper auch aus sehr wenig sehr viel rausholen. Und warum wegschmeißen, ne? Also diese Orangenschale strotzt nur so voll Nährstoffen. Wenn man bedenkt, wie die Menschen rumheulen, dass sie kein Geld zur Verfügung haben, aber die Orangenschalen, die Kiwischalen, die diversen Strünke und die Blätter und die Enden von allen möglichen Lebensmitteln, die sie vielleicht auch hochwertig einkaufen, einfach wegschmeißen. Ja, das,
Das zeigt wieder einmal, wie konditioniert unsere Gesellschaft ist. Und wir haben es einfach nicht gelernt, das zu verwerten. Und da auch immer wieder mein Ratschlag: brecht aus diesen gesellschaftlichen Konventionen aus und denkt selbstständig. Ihr habt eine neue Qualität des Lebens vor euch. Das aktuelle Video zu diesem Thema von wirklich sehr vielen, was ich immer wieder sage, findet ihr hier. Die gesamten Playlisten findet ihr auch unten in der Infobox. So, aber wir sind noch nicht fertig. Die liebe Sonja und der nicht minder liebe Christian vom Kanal Wir sind weg, dessen Link ihr auch hier findet und auch in der Infobox für die Handynutzer, haben aus den sonnigen Breiten des spanischen Abendlandes uns eine neue Folge des irgendwann größten deutschen veganen Kochbuchs der Welt gebracht. Die Mission Vegan 5 ist nun auf Level 25 angelangt und wer das nicht kennt, oben in den Infokarten die komplette Playlist aller bisherig erschienenen Rezepte von allen Kanälen, die mitgemacht haben. Das Ziel ist, aus 5 Zutaten, wovon 4 vorgegeben sind, immer neue vegane Gerichte zu zaubern und ja, die Kreativität und der Spaß an der veganen Ernährung stehen dabei im Vordergrund. Sonja und Christian haben diesmal die Zwiebel durch Rosinen ersetzt und einen Reissalat gemacht. Hier geht es direkt zu ihrem Rezept. So, also heute passend zum Start ins Wochenende wieder mal pralle Informationen und Anregungen für ein bewussteres Leben. Ich freue mich auf morgen und meinen Versuch, ein kompliziertes Thema irgendwie doch anschaulich und unterhaltsam zu präsentieren. Allerdings wer ein bisschen prüde ist, das sollte morgen nicht einschalten. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und für heute gilt, kauft Euch hochwertige und unbehandelte Orangen und nutzt verdammt nochmal das komplette Potenzial dieser geilen Frucht. Mein Lieblingsobst. Schreibt mir Eure Gedanken zum Thema Orangen, Orangenschale, Verwertung in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Euer Christian. Tschüss.